Der Gesäugt. Reißverräter hat nichts mehr zu wollen. Er wurde verbannt und er kam daraus zurück. Nun ist der Vogel frei und er wird von uns getötet werden. Er war eigentlich ein ganz netter Mann. Und er klang auch sehr vernünftig für eure menschlichen Verhältnisse auf Ich jeden habe mit Fall. ihm gesprochen und ihn nicht getötet. Er hatte eine Armee. Wir standen unter einem Eidsegen. Unter einem Nicht Eidsegen. zerbrochen. Ja. Also Euer aller durchlauchtigste einer Hoheit. Friedensflagge. Im Moment sind wir nicht dazu in der Lage, uns gegen eine solche Armee zu wehren. Wir können sie tatsächlich verwenden. Mir ist klar, dass es ein Reichsverräter ist und unter Reichsacht steht. Mir ist auch klar, dass er vogelfrei ist. Trotzdem, in diesen schweren Zeiten können wir keinen potenziellen Verbündeten zurückweisen, auch wenn er sehr viel Unrecht getan hat. Wir werden darüber nachdenken, was wir mit ihm tun. Und wir werden uns nicht von euch beraten lassen. Wo wir gerade bei Natürlich. Verbündeten sind. Ich habe selbstverständlich schon an die Zwerge geschrieben, dass wir eine gewisse Abgesandtschaft an Zwergen brauchen, die im Kampf gegen den schwarzen Drachen beistehen. Und an die Novadis habe ich auch geschrieben. Desgleichen habe ich eine Botschaft nach Torval gesandt. Nun, zu meinem Bedauern habe ich noch keine Antwort erhalten. Ich denke, es In war auch eurem ein Namen Wunsch. oder in meinem Namen? In meinem Namen bat ich sie, dem Reich beizustehen. Ihr wollt nun also eine eigene Armee aufstellen? Nun, ich wollte euch eine Armee übergeben. Wenn ihr dies nicht wollt, werde ich eine zweite Botschaft verfassen. Wir werden darüber nachdenken. Also, ich habe in Alanfa nicht gefragt, nur wenn ich nur das beruhigt. Aber du sagst doch sonst immer, dass sie sich dem alanfanischen Großreich unterwerfen sollen. Ja, aber das will sie nicht. Verstehe auch nicht, warum. Ich war da noch nie. Vielleicht gehe ich ja irgendwann mal dahin mit dir. Schön doch. Wir werden auf jeden Fall sehr viele Briefe verschicken müssen und an verschiedenste Persönlichkeiten. Die Frage ist auch immer noch, selbst wenn wir eine Armee haben, wohin senden? Aktuell heißt es der Kampf gegen den Drachen. Wir Das haben ist eine viele Entscheidung, die Informationen wir zu gesammelt. treffen haben und nicht ihr. Natürlich. Und dennoch können wir euch beraten, wo der nächste Feind ist. Ja, ihr merkt wohl so ein bisschen, dass immer noch dieser Widerspruch in ihr steht. Also, dass ihr euch zwar irgendwo vertraut und dass ihr sie beschützen mögt, aber gleichzeitig ist sie weiterhin unsicher. Sie möchte sich nicht bevormunden lassen. Dieses Kämpferische, was immer wieder in ihr hochkocht und dass sie keine gute Staatskünstlerin ist. Sie nickt. Also gut, ich möchte mich jetzt mit meinem Bruder unterhalten. Wir möchten uns jetzt mit unserem Bruder unterhalten. Ihr merkt auch, dass sie tatsächlich in dem Plural des Majestatis so ein bisschen hin und her springt, dass es noch nicht ganz so gewohnt für sie ist. Natürlich, natürlich, Ihr doch dürft euch nur ein. zurückziehen. Danke, wir werden euch rufen lassen. Natürlich, viel Erfolg. Und vertraut den Grollen nicht. War das jetzt wirklich nötig? Ich verabschiede mich mit einer Verbeugung und gehe dann rückwärts raus, wie es sich gehört, zerre die anderen, falls es Not tut, mit mir mit. Ja, wenn Darion guckt irgendwie aus dem Fenster, bis du ihn darauf hinweist, dass er auch gehen soll, dann kommt er allerdings auch ohne zu murren mit. Guter Junge. Siehst du? Viele Probleme lassen sich lösen, indem man einfach darüber spricht. Ich wünschte nur, wir könnten ihre Großmutter auch hier haben. Die scheint irgendwie wichtig zu sein. Ja, ist sie. Ihr müsst noch viel lernen über Verwandtschaftsverhältnisse bei Menschen. Ich verstehe nicht, warum ihr so in denen hängt, die euch geboren haben. Ja, das liegt daran, dass sie so kurzlebig sind. Sie haben eben nicht die Zeit, sich so richtig weiterzuentwickeln, davon zu entfernen und das größere Ganze zu betrachten. Boltax, jetzt werd mal nicht gemein. Aber das ist doch so. Ihr habt nicht so viel Zeit. Nein, nein, nein. Ich meine, blick dich doch einmal um, Boltax. Sieh mal diese ganzen prächtigen Handwerkskünste, die die Menschen hier ausüben. Ich würde nicht sagen, dass sie keine Zeit haben, sich auf schöne Dinge zu konzentrieren. Naja, aber sieh dir die prächtigen Handwerkskünste doch mal genauer an. Siehst du, da ist schon direkt ein Fehler. Bei einem Zwerg wäre das nicht passiert. Es ist Der hätte ihre sich eigen, nämlich. es ist ihre eigene Art. Ich würde es nicht als Fehler bezeichnen. Och, schau dir dieses Wandfries doch an. Da, ganz, ganz klassisch. Hier siehst du zwischen diesem und diesem Stein. Ja, da wurde unsauber gearbeitet, weil er überhektisch gearbeitet hat. Das ist bei Menschen nun mal so. Die leben halt nicht so lang. Die müssen das schneller machen. Vielleicht ist es ja gut, es schneller zu machen. Ich Ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht. bin mir da nicht so sicher. Vielleicht können wir auch einiges von den Menschen lernen.
Gut möglich. Und was machen wir jetzt, während sie mit ihrem Bruder spricht? Warum will sie dies alleine tun? Wir warten. Ihr Bruder. Unser Bruder. Also, ich kann das schon verstehen. Wenn ich meinen Bruder wieder treffen würde, würde ich auch ganz gerne alleine mit ihm reden. Aber das wird wohl so bald nichts. Oh weh. Ach, Boltax. Keine Sorge. Ich bin sicher, Angrosch wird euch eines Tages wieder vereinen. Ja. Ich hoffe. Ich hoffe wirklich. Ich bin sicher, er achtet darauf, dass du ein gutes Leben führst. Das mit Sicherheit. Für er hat beiden. Immer auf mich geachtet. Ja. Ja, und ich wische mir so eine kleine Träne weg. Komm, ich habe hier ein wundervolles Pfeifenkraut. Das rauchen wir jetzt. Oh, ja. Ja, ich glaube, das ist eine hervorragende Idee. So könnt ihr die nächsten 2 Stunden Pfeife schmauchend oder durch die Stadt pilgernd verbringen, bis ihr dann wieder gerufen werdet. In der Zeit etwas vor. Habe mir. Nein, in Pudding habe ich eigentlich nichts mehr verloren. Voltax. Pfeife rauchen? Sonst nichts? Nö, eigentlich nicht. Gut. Isarun. Ich habe auch nichts Besonderes vor. Ich würde aber gern mal am Fluss entlang spazieren gehen. Das kannst du natürlich machen. Der große, strömende Jaquir mit seinen, ja, grob 200 Meter werden es wohl sein, die er hier breit ist. Ziemlich schnell und das, ja, nicht unbedingt das Herz des Reiches, aber sicherlich dann die Wasserversorgung für nicht nur Almada, sondern auch das Horasreich. Hier quellnahe, wenn man das so sagen kann, wird er auch noch dann relativ rein sein, und wenn er sich dann an den Städten, an den Großstädten, den Metropolen vorbeigeschwenkt hat, dann wird er sicherlich dunkler und dunkler werden, bis er dann irgendwo, ja, irgendwo bei Kuslik wird er wohl in das Meer münden. Aber hier noch sehr sauber. Möchtest du vielleicht mit jemandem spazieren gehen? Ja, ich passe natürlich auf meine Gefährten auf, dass die sich nicht irgendwo in die Nesseln setzen. Gut. Ich mach's trotzdem. Kera, hast du noch was vor? Ich möchte gerne mit Boltax über seinen Bruder sprechen. Ja. Ich möchte Geschichten darüber hören. Naja, und dann waren wir spielen, also Piraten der Karibik, das haben wir so gespielt. Und es war nur ein ganz, ganz kleiner Fluss. Aber wahrlich. Ja, er ist abgerutscht und dann ist er in den Fluss gefallen und offensichtlich, nun, er konnte nicht mehr richtig atmen, und obwohl es so ein flaches Wasser war, er hat keine Luft mehr bekommen und naja, dann ist er gestorben. Und ich musste alles mit ansehen. Naja. Und dann bin ich natürlich meinen Eltern gerannt. Aber da war alles schon zu spät und das war ganz furchtbar. Und nach einiger Zeit, als dann meine Feuertaufe war, da ist nicht nur der oberste Angroschgeweihte an mich herangetreten, sondern auch Ondralasch, also mein Meister. Und er hat mir zum ersten Mal erklärt, wie das eigentlich so mit Sumo ist, und er hat mir gesagt, dass mein Bruder nicht vollständig gegangen ist, sondern irgendwo noch bei mir ist. Denn dieses Seelenband, das zwischen uns besteht, es ist noch nicht aufgelöst und das wird es auch nie ganz sein, aber nun ja. Ach, das ist doch eine wundervolle Nachricht, nicht wahr? Er ist immer bei dir. Ja, aber er muss ja noch irgendwo sein und ich suche ihn natürlich. Vielleicht werde ich ihn eines Tages finden können. Was wäre? Oh, Voltax, die Antwort ist doch ganz einfach. Ich tippe ihn mal direkt auf die Brust. Er ist genau hier, in deinem Herzen. Du merkst, wie das Herz ein bisschen steinig ist. Ja, vielleicht. Aber da ist doch schon Rorak nur. Dein Herz ist groß. Ich bin sicher, da ist für beide Platz. Und vielleicht noch für viel mehr. Nun ja, das Herz ist in der Tat das größte an einem Zwerg. Da hast du recht. Da hast du recht, ja. Danke, und Kera. Eins ist ganz besonders groß. Danke, ich fühle mich gleich viel besser. Sagt einmal, Boltax, ich habe eine Frage. Als Geode, dürft ihr da eigentlich heiraten? Oder ist euch das verboten? Weil bei Druiden, also da sagt man ja, die heiraten nie.
Natürlich darf ich heiraten, wenn ich irgendwann mal eine hübsche Zwergin finden würde, dann würde ich die sofort zur Frau nehmen. Ja. Oh. Was? Ohne ist sie zu fragen? Jemand? Ja, natürlich würde ich sie fragen und ich würde ihr leckere Pilze mitbringen und gutes Bier und um sie werben. Aber nein, bisher hatte ich noch nicht das Glück, jemanden zu treffen. Nun ja, es ist halt auch so, als Giode ist man jetzt nicht unbedingt viel unter Leuten. Man ist viel in der Natur und kümmert sich um die Harmonie der Elemente. Aber ich komme selten dazu, andere Zwerge zu treffen. Ach, ich bin mir sicher, wir werden noch viele Zwerge treffen. Vor allem, vielleicht gehen wir wirklich in deine Heimat und kommen mit einigen deiner Brüder und vielleicht auch Schwestern zurück. Oh, das wäre wunderbar, wenn wir einmal Xolos besuchen können. Ach ja. Früher in Ballung, als ich dort noch auf der Akademie war, da gab es eine brillant zwergische Bardin. Ach, die hat schöne Musik gemacht und schön gesungen, ganz viele Geschichten erzählt. Auf Rogolan war das teilweise, also habe ich nichts verstanden, aber es klang schon gut. Oh, das klingt in der Tat interessant. Bestimmt hat sie auch so schöne Geschichten wie von der ersten Armbrust erzählt oder von unserem Stein. Ach ja. Ja, ich glaube, viele, viele Geschichten handelten tatsächlich von Edelsteinen. Naja, Brillantzwerge halt. Die Beilunker Berge waren ja auch nicht weit entfernt. Das ist wahr. Nun, wann war das denn? Das müsste ja noch vor dem Auszug vor Logolosch gewesen sein, oder? Oh ja, das war weit davor. Das war noch zu meiner Akademiezeit, müsst ihr wissen. Wann mag denn das gewesen sein? 1014 so rum? Ja, das ist in der Tat schon ein wenig her. Schöne Geschichten über Edelsteine. Ja, das gefällt mir. Ach, der einzige Zwerg, den ich in meiner Kindheit kannte, der hat niemals über Armbrüste geredet, aber über Katapulte. Aha. Nun, es ist ein verwandtes Themenfeld. Auf jeden Fall. Er war Bordschütze an dem Schiff, an dem ich angeheuert hatte. Ein Berg auf See, das sieht man auch nicht so häufig. Ich meine, er hat sehr viel getrunken. Wir haben den einen, gut, das kann ich verstehen. Man muss ja irgendwie das Wackeln ausgleichen. Und wenn man viel trinkt, dann wackelt man ja ohnehin. Und wenn man in die Gegenrichtung wackelt, das müsste eigentlich gut funktionieren. Ja, er hat ständig darüber gegrummelt, aber nun, das Wichtigste für ihn war immer sein Meisterwerk. Ja, er wollte sein Geschütz niemals allein lassen. Moment, kann das sein, dass das der Zwerg war, den ich und Abel mir kennengelernt haben, als wir zurückgefahren sind von Sorgan? Ich weiß es nicht, vielleicht. Da war doch auch so ein Berg. Nein, ich glaube, das war auf der Seeadler. Ihr meint diesen feuerroten Zwerg. Ja. Nein, ich denke nicht, dass das derselbe war. Der, mit dem ich gedient hatte, der müsste eigentlich immer noch auf der Bohrensichel dienen. Ja, okay. Interessant. Ich denke nicht, dass es so viele seefahrende Zwerge gibt. Puh. Aber wir haben noch einmal auch diese Zwergen kennengelernt in Darpathien, diese Baronin, wie hieß sie gleich nochmal? Angroschmina, ich glaube, sie würde gut zu euch passen. Oh, meint ihr wirklich? Nun ja, sie ist Zwergin. Sie war schon sehr attraktiv, da habt ihr nicht Unrecht. Und ich will ja jetzt auch ein Augenfang. Also, das würde schon passen, aber ich habe wenige Worte mit ihr gewechselt. Ich meine, sie hatte ja auch viel zu tun. Ach, vielleicht bekommen wir in naher Zukunft nochmal die Gelegenheit. Ich lege bei Rai ein gutes Wort für dich ein. Falls wir sie noch einmal treffen, das würde mich natürlich, ja, also nun, ja. Aber ihr müsst mir vielleicht ein paar Tipps geben. Kein Problem. Okay. Ihr werdet doch nicht etwa rot, oder? Unter dem Bart? Nein, das ist ein Ausschlag, ein leichter Ausschlag. Verstehe. Ja, nun. Mendarion, hast du noch was vor? Nichts Wichtiges. Mendarion läuft tatsächlich bestimmt eine Stunde lang die Straßen entlang und guckt sich die Mäuer alle an und versucht eins zu finden, das Boltags Ansprüchen gerecht wird. Vermutlich wird er keins finden. Gut. Du versuchst also weiter dich vom Licht zu entfernen und mit den menschlichen Gebäuden klarzukommen, die nicht gewachsen sind. Das Sippenlied wird leiser und leiser. Fim, was magst du tun? Punin.
Ich würde vor der Tür zu unserer Kammer stehen und aufpassen, dass niemand Keras umbringt. Ja, gut. Keras aktuell ja dann auch irgendwie im Gespräch mit Boltax, wenn sie dann gemeinsam am Jak 4 entlang laufen, aber kann sie auf alle Fälle bewachen und beschützen. Wie gesagt, nach 2 Stunden werdet ihr wieder zurückgerufen in Richtung des großen Boron-Tempels, wo ihr dann, wenn ihr nach oben tretet, nicht nur die Wachen von dem Kronprinz, Fürsten, König trefft, sondern eben dann auch auf Selindian Haar, der gerade die Tür zu der Bibliothek wieder zuzieht. Und ihr steht vor einem, ja, 16-jährigen Jungen, ein blonder Lockenschopf, der mit tiefen braunen Augen euch anstarrt. Er sieht wütend aus und guckt euch finster an, wie es eben ein 16-Jähriger eben so tut. Deutet dann mit dem Finger auf euch. Ihr, hinter meinem Rücken, haltet ihr euch für die Gesandten der Götter? Ja, ich bin ein Gesandter Sumos, da habt ihr recht. Ich bin Mendarion. Er geht hochrot, mit hochrotem Kopf geht er an euch vorbei. Die Leibwachen schließen ihn direkt wieder in die Mitte ein. Und im Vorbeigehen boxt der Keras noch in den Bauch. Uff, ich glaube, das habe ich verdient. Ich gucke mir ganz genau seine Wachen an, ob ihm irgendwelche Gliedmaßen fehlen. Nee. Gut. Ich fürchte, das Gespräch lief nicht vorteilhaft. Für ihn. Das bringt uns zu Punkt 2, wo wir sie alle umbringen. Noch nicht. Vielleicht haben sie sich ja geeinigt und eher... Dann reden wir doch erstmal mit der Frau. Ja, wenn ihr wieder in die Bibliothek eintretet, könnt ihr sehen, wie Rohaya dort wohl auch noch mit etwas röterem Kopf sitzt. Sie hat wohl gerade ihre Hand an die Stirn gestützt und versucht da wohl auch gerade mit diesem Gespräch noch wieder so ein bisschen klarzukommen, dass sie da wohl mit ihrem Bruder etwas länger und hitziger geführt hat. Guckt sich so ein bisschen irritiert und auch kurz gestört um. Hier. Ja, kommt herein. Wir sind gerade fertig geworden. Dein Bruder sah nicht glücklich aus? Nein, definitiv nicht. Er freut sich zwar, dass seine königliche Schwester wieder unter den Lebenden weilt, aber er hat wohl mittlerweile verstanden, dass er seine Thronprinzlichkeit verloren hat und dass er nur noch der König von Almada bleibt. Und eine schnelle Auffassungsgabe hat er. Er hat uns sofort als ja, das erkannt, was wir sind. Er ist nicht auf den Kopf gefallen. Er mag zwar erst 16 Jahre alt sein, doch er hat kein richtiges Gespür für das Herrschertum. Nun, zumindest hat er ein hitziges Temperament. Er mag einem Stier nicht ganz unendlich sein. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Er sollte eher mit einem Greif oder mit einem Fuchs verbunden sein, doch sein Temperament ist eher dem Stier zuzuschreiben. Das sagt er auch oft Melvin und Rakala von Horsenraben und die ihn das ein oder andere Mal analysierten. Er ist ein junger Mann in schwierigen Jahren. Sind wir nicht alle so? Nun, es ist selten, wie man mir sagt, dass ein Mensch einen so engen Kontakt zu seinem Yama hat. Zu seinem was? Wie nennt ihr es? Seelentier? Könnt ihr das ausführen? Können wir das jetzt vielleicht später besprechen? Korrekt. Richtig, genau. Verzeiht. Hat er euch denn jetzt so ein Wisch ausgestellt, dass ihr seine Truppen befehlen könnt? Nein, unser Bruder ist relativ verstimmt und wird wohl alsbald ebenso nach Garad aufbrechen, wohl mit einer Kutsche, um sich unserer Großmutter anzuschließen. Und von dort aus versucht er dann auf selbst Garad zu regieren. Vielleicht können wir mit deiner Großmutter reden. Nur damit ich das mal zusammenfassen darf, möchte sowohl ihr als auch euer Bruder das Mittelreich regieren, richtig? Es darf keine 2 Kaiser geben. Das habe ich mir gedacht. Das würde nur dazu führen, dass wir also vermutlich in dem Fall ihr, euren Bruder, verlustig werden müsstet. Unser Bruder hat einfach keinen Anspruch. Und das weiß er. Ich war nie tot. Wir waren nie tot. Definitiv nicht. Ihr steht ja hier vor uns. Aber ich sehe da gerade eine sehr einfache Lösung. Im Horasreich ist doch gerade jemand gestorben. Können wir ihn nicht einfach dorthin bringen? Dann regiert ja das Horasreich, ihr regiert das Mittelreich. Was redet ihr da für einen Quatsch? Wir haben doch eigene Kronprinzessinnen. Ach, Boltax.
Wäre ihr, doch aber. Ihr könnt doch nicht einfach einen Zwergenkönig durch einen anderen ersetzen. Doch. Der irgendwo aus irgendwoher importiert wird. Das ist doch eine. Nein, wartet aber mehr. Ihr könnt nicht einfach einen Amboss-Zwerg nehmen und ihn in Xordash auf den Thron setzen. Gut, das ist verständlich. Spekulationen bringen uns hier nicht weiter. Was wir tun sollten, ist noch vor eurem Bruder in Gareth einzutreffen. Wir sollten so schnell wie möglich aufbrechen. Nun dann los. Sammelt eure Sachen. Wir werden noch heute aufbrechen. Wir werden Pferde requirieren. Ich denke, dass die Bohrenkirche uns diese stellen kann. Und dann reiten wir los. Ja, eine Art Plan oder reiten wir da einfach mal hin? Bohrenkirche auf Ponys? Und wir können doch bestimmt mit eurer deiner Großmutter reden. Vielleicht ist sie ja anders. Ich denke, dies ist keine Option. Letztes Mal hat sie uns nicht besonders wohlwollend. Das kann man so sagen, ja. Wenn wir auf Pferden reiten, dann sind wir schneller als die Kutsche meines Bruders. Unseres Bruders. Ja, das ist richtig. Aber können wir vielleicht ein kleineres Pferd für mich nehmen? Weil ich glaube, wir werden ein paar nehmen. Ja, das wäre super. Mein Königsschwert Hagrondrian ist auf den Feldern vor Werheim zerbrochen. Damit erhebt sie sich und richtet sich an Iserun. Gebt mir eure Klinge. Wie ihr wünscht. Ich gürte Serpentinus ab und überreiche es ihr. Sie besieht es sich. Hält es so ein bisschen in das wenige Licht vom Boron-Tempel. Ich gebe dir hiermit den Namen Finsterlicht. Es soll als Symbol für einen kleinen Hoffnungsschimmer in den dunklen Zeiten gelten. Danke euch. Wir danken euch. Ich neige meinen Kopf. Wir werden euch selbstverständlich einen adäquaten Ersatz in Gareth zur Verfügung stellen, wenn wir wieder auf dem Thron sitzen. Damit gürtet sie sich das Schwert an ihrer Rüstung fest, die sie da wohl hat, die Überreste von Chillers Rüstung bzw. ihrer eigenen, und komplimentiert euch damit dann heraus. So könnt ihr eure Sachen heraussuchen aus eurem eigenen kleinen Palazzo und dann wieder zurück in Richtung des Ponientempels gehen, schreiten. In der Zwischenzeit wird sie selbstverständlich dann auch für euch Pferde und Ponys organisiert haben, sodass es dann alsbald und so schnell wie möglich losgehen kann. Ihr dürft natürlich euch währenddessen noch unterhalten. Wir sollten ein paar Äpfel holen. Seht ihr welche? Elf, das ist jetzt der Moment, wo du deinen Liedern zuhören solltest. Wir brauchen einen Plan. Die werden uns abstechen. Ich bin mir sicher, dass... Ja, das werden sie. Ich denke, das Erste, was wir tun sollten, ist, sie davon zu überzeugen, dass wir zu Eisinger gehen sollten, zum Rest ihres Vaters. Wenn die vor die Tore des Altpalastes marschiert, umschreit, sie sei Punkt, Punkt, Punkt und hätte Anspruch auf Punkt, 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 hat die so schnell einen Bolzen im Kopf, dass ich nicht mal Hallo, da kommt ein Bogenschütze schreien kann. Nun, ihr müsst doch Freunde haben. Und deswegen zu Eisinger. Aber wenn ich Freunde mit Armee habe, Freunde. Warum gehen wir da nicht hin und bevor ihr reingeht, kommen eure Freunde erst einmal raus und dann könnt ihr mit denen reden. Okay, meine Damen, stellt sie mal so vor. Die Sippe hat ganz viele gute Elfenbogenschützen und wir haben auch Freunde, aber unsere Freunde sind Handwerker. Und jetzt geht's darum zu jagen. Dann haben die natürlich mit den vielen Bogenschützen den viel besseren... Läuft viel besser für die als die mit den Handwerkern, richtig? Fiem, ich weiß, was Kämpfer sind. Ja, da war ich mir gar nicht sicher. Okay, also die haben viele Kämpfer, wir haben keine. Siehst du das Problem? Nun, eure Freunde haben doch sicher, oder kennen doch sicherlich welche. Die liegen alle tot vor Werheim. Nun, vielleicht könnt ihr sie dazu überreden, mit diesem Hanswin zu reden. Der hat auch viele. Er geht schon einmal ohne mich weiter. Ich habe noch was zu erledigen. Wir sehen uns gleich. Gut. Also, da wir stehen unter Zeitdruck, heißt, es wird wohl keinen Ausflug nach Xordash geben. Leider. Aber ja, wir sollten ihr zuraten, dass wir zuallererst den Rest des Heldenrates treffen, bevor wir versuchen, den Palast zu stürmen. Ja. Falls wir den Palast stürmen müssen, würde ich sagen, wir brechen einfach eine Mauer ein.
Wäre, glaube ich, am einfachsten. Nun, ich denke, das ist mir metaphorisch gemeint. So. Ich denke mal, die größte Frage ist doch wohl, wie beschützen wir die verdammte Stadt, wenn der Drache kommt? Also, meine größte Frage ist erstmal, wie beschützen wir die mittelmäßig Verrückte, die zu der Giftmörderin, aber ich will mal nicht Giftmörderin sagen, das weiß ich nicht, aber Giftbesitzerin hin will, die sie vermutlich umbringen will. Dann müssen wir wohl auf sie aufpassen. Vielleicht mit einem Gegengift. Ihr macht mich alle wahnsinnig. Holen wir einfach das Zeug und die Pferde. Denkt immer an die Armbrust. Wenn euer Kopf einmal platzt vor Emilia, dann an die Armbrust denken. Nun, ich könnte in Garad vielleicht ein potentes Antidot besorgen bei meinen Freunden. Das wäre... Ihr habt doch Freunde, die euch helfen können. Wäre eine gute, gute Idee. So könnt ihr eure Taschen aus dem Palazzo holen und abschließen. Aber wir streichen noch einmal um die Sofas herum. Das ist natürlich schon sehr entgegenkommend, gerade mit den ganzen Weinflaschen, die im Keller auf einen warten. Aber man muss sich natürlich nur mit einer Villa in Garad begnügen. Vielleicht später reicht das noch einmal zu einer eigenen kleinen Villa im Horasreich. Das wäre natürlich besonders gut. Mit Blick auf den Jakvir. So könnt ihr dann wieder am Punin-Tempel auftauchen, in dem Boron-Tempel, und seht, wie Iseron dort wohl mit dem Drakoniter steht, Savo Yitzkok vom See. Auch er hat mittlerweile ein Pferd dabei und wird euch wohl begleiten. Da seid ihr ja endlich. Kommt heran. Ich glaube, es ist soweit. Die Pferde wurden schon gesattelt. Ja, ist kein Panthergardist, aber gar nicht so eine schlecht. Gar nicht schlecht, Iseron, gar nicht schlecht. Nein, mit einem Panthergardisten kann ich wahrlich nicht mithalten, aber meine Fähigkeiten mit dem Stab sind tatsächlich besser. Alle tief beeindruckt. Nun ja, und natürlich eure Kenntnisse über den schwarzen Drachen und Drachen allgemein. Korrekt. Sehr nützlich. Natürlich auch schwer beeindruckend. Ich hoffe, dass ich euch bei eurer heldenhaften Reise etwas unter die Arme greifen kann. Auch wenn es noch viel von euch zu lernen gibt. Ich bin sicher, ihr werdet dem einen oder anderen gerne unter die Arme greifen. Auch euch? Natürlich. Ach so, das habe ich ja gerade anders verstanden. Auch das. Zwinkert er dir zu. Und schwingt sich dann auf sein Pferd. Ich glaube, es wird ihm schwerfallen, hier unter die Arme zu greifen. Also, da müsste er sich ja runterbeugen. Nein, Boltax, Abelmir sprach auf eine zotige... Er hat das anders gemeint. Aha. Ah, diese menschlichen Sprichwörter immer. Ah, Amateure. Ja, auch Rohaya hat sich wieder dementsprechend gekleidet. Sie ist zwar nicht mehr als Kaiserin zu erkennen, zumindest hat sie keine heraldischen Wappenröcke dabei, keine strahlende weiße Rüstung, aber sie sieht gerade jetzt auch im Licht von Praios definitiv würdevoller aus als ein blasser 16-jähriger Selindian Haal. Gemeinsam mit dem Schwert von Isarun, was mittlerweile Finsterlicht getauft worden ist, hat sie dann doch wohl sowas wie eine Aura. Immer noch so etwas wie Herrschaft. Vielleicht war sie auch ein bisschen unhöflich, aber sind das nicht alle Kaiser? Auch ist sie keine Kaiserin, aber vielleicht mag das Erbe von ihrem Vater dann doch durchscheinen.